Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Ganz herzlich willkommen zu diesem DigiPad-Spezial Schwierige Neurodermitis, Tipps, Tricks, innovative Therapien. Mein Name ist Harald Jose von mein Allergie-Portal und ich werde Sie durch dieses Programm begleiten. Unterstützt wird dieser DigiPad wieder vom Ärzteverband Deutscher Allergologen, dem ADA, dem ich an dieser Stelle für seine Kooperation sehr herzlich danke. Ganz herzlichen Dank auch an die beiden Rahmensponsoren EPFI und Sanofi, die diesen Digipad möglich machen. EPFI betreibt unter anderem die Webseite www.neurodermitis-wenjuckts.de, die sich zentral mit Neurodermitis befasst. Sanofi betreibt www.leben-mit-neurodermitis-info. Dazu gibt es auch einen Instagram-Kanal und eine Broschüre. Beides finden Sie im Bedienpanel in der Chat-Funktion. Bei manchen ist es im Bedienpanel unten, bei manches ist es an der rechten Seite. Also im Chat finden Sie die Links dazu. Die technische Betreuung dieses Webinars liegt wieder bei der Firma Insista und hier namentlich Jan Klimek, dem ich jetzt schon für seine Unterstützung danke. Wichtig, Sie können zu diesen Vorträgen Fragen stellen. Einige haben es schon bei der Anmeldung getan. Andere können direkt dann in der Funktion F und A, also Fragen und Antworten, bitte nicht im Chat, sondern Fragen und Antworten, die Fragen online stellen. Ich werde die nachher den beiden Referentinnen vorlesen und diese werden sie dann beantworten. Das Webinar wird wie immer aufgezeichnet und dann in einigen Tagen auf YouTube veröffentlicht. So, und jetzt ganz wichtig, unsere beiden Referentinnen. Ich darf vorstellen zunächst Frau Professor Regina Fölster-Holz. Frau Fölster-Holz ist Fachärztin für Dermatologie, Venerologie und Allergologie am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Kiel. Und Frau Fölster-Holz, Sie sind auch Autorin des Bühnenstücks für Kinder, aufgekratzt das heute mit heute Journal Musical. Vielleicht sagen Sie nachher ein paar Worte dazu. Unsere zweite Referentin ist dann Frau Dr. Annalena Sack. Frau Dr. Sack ist Fachärztin für Haut- und Geschlechtskrankheiten in Hamburg. Herzlich willkommen an die beiden Referentinnen. Das war schon die Vorrede. Frau Professor Fölster-Holz, Sie übernehmen dann gerne und Frau Dr. Sack und ich werden uns kurz wegschalten. Ja, einen wunderschönen guten Morgen, liebes Auditorium. Ja, heute ist es in Kiel mal nicht regnerisch. Das ist auch ganz schön. Mal wieder ein bisschen was anderes. Nun, das Thema haben Sie ja schon gehört. Schwere Neurodermitis beim Säugling und Kleinkind. Ich habe mir überlegt, wie mache ich das heute? Soll ich Ihnen die neuesten Studien hier präsentieren? Allerdings ist es so, dass diese gar nicht in 15 Minuten passen. Viel wichtiger ist es, sozusagen ein paar Alltagstipps hier zu präsentieren und das hier mal zu erzählen, was so in einer Sprechstunde abläuft. Meine Interessenkonflikte haben überhaupt keinen Einfluss auf das, was jetzt folgt. Hier sehen Sie einen Säugling. Ein Säugling, der eine Rötung aufweist, überall, eine sogenannte Erythrodermie. Und eine fein lamelläre Schuppung. Auch die können Sie sehen. Das kann sehr wohl eine Neurodermitis sein. Aber gerade im frühen Kindesalter gibt es extrem viele Erkrankungen, die auch dahinter stecken können. Die habe ich Ihnen hier einmal herauskopiert. Das ist eine Arbeit aus dem Deutschen Ärzteblatt und ich gehe jetzt nicht drauf ein. Das sind viel zu viele, aber nur so weit. Es gibt auch lebensbedrohliche Erkrankungen und die sind unbedingt auszuschließen. Nun ist
die Neurodermitis diagnostiziert. Jetzt wollen wir uns anschauen, wie ist das denn eigentlich mit der Schwere der Neurodermitis? Und hier gibt es unterschiedliche Messinstrumente, die uns sagen, wie schwer die Neurodermitis ausgeprägt ist. Da gibt es zum Beispiel den SCORAD, Score of Atopic Dermatitis. Und dieser schaut sich einmal an, wie die Ausdehnung der Neurodermitis ist. Sie können das an dem Kind links einfach mal nachvollziehen, nach einer Neuner-Regel. Wie ist das ausgedehnt? Und dann schaut man sich an, was ist denn da eigentlich zu sehen? Eine Rötung zum Beispiel oder kleine Knötchen. Und das ist der objektive Skurrat. Und dann gibt es noch den subjektiven. Und das ist der Juckreiz und die Schlaflosigkeit. Das, finde ich, ist ganz wichtig. Und das sollte man den Eltern betroffener Kinder auch mitteilen. Sie sehen hier von links nach rechts die milde Form, dann ist es ein bisschen stärker ausgeprägt, die moderate Form, die schwere Form. Die schweren Formen der Neurodermitis sind verbunden mit einem sehr hohen Risiko, auch atopische Respirationserkrankungen zu entwickeln. Darunter verbergen sich Asthma und Heuschnupfen. Und auch die Nahrungsmittelallergie ist bei den schweren Formen häufig vorhanden. Das sieht so aus, dass bei den schweren Säuglingen mit einer schweren Form der Neurodermitis auch jedes dritte Kind eine Nahrungsmittelallergie aufweist. Diese wiederum ist auch ein Prädiktor für Asthma und Heuschnupfen, was später kommt. Also diese erhöht das Risiko der Entwicklung für Asthma und auch Heuschnupfen. Allergische Rhinitis der Heuschnupfen. Nun ist auch sehr wichtig, dass eine Nahrungsmittelallergie im frühen Kindesalter sich auch wieder verlieren kann. Zum Beispiel häufig der Fall bei der Kuhmilch. Sie müssen also nicht das ganze Leben lang eine Diät durchführen und die Kuhmilch weglassen, sondern das ist häufig transienter Natur und man sollte nach ein, zwei Jahren einfach nochmal schauen, ist diese Nahrungsmittelallergie überhaupt noch da? Was völliger Unsinn ist, ist das Aufoktroyieren einer pauschalen Diät. Das macht Fehl- und Mangelernährung, außerdem kracht die Neurodermitis. Es ist eine Exazerbation der Neurodermitis da. Viel wichtiger ist es, wenn anamnestisch eine Vermutung vorliegt, ja, es könnte hier eine Nahrungsmittelallergie bestehen, sodass man dann eine allergologische Abklärung erfolgen lässt und mit Ernährungswissenschaftlern ein Diätplan erstellt. So geht man vor. Ich habe jetzt noch mal so einige, ja, Empfehlungen und auch Vorgehensweisen hier dokumentiert. Das können wir vielleicht einfach mal so ein bisschen durchgehen. Bei einer vermuteten Nahrungsmittelallergie ist es wichtig, ein Ernährungstagebuch zu führen. Also nicht nur reinschreiben, was ist gegessen worden, sondern auch für den Tag und auch die nächsten folgenden 2 Tage, wie sieht die Haut eigentlich aus? Ein ganz wichtiger Punkt ist, Sensibilisierung heißt nicht, dass die Klinik auch da ist. Sensibilisierung, das macht man so, dass man im Blut die spezifischen
Antikörper nachweist, das heißt auch Rastuntersuchung. Und an der Haut kann man den Pricktest machen. Sensibilisierung bedeutet, dass das Immunsystem geprimed ist. Das bedeutet nicht, dass gleich eine Allergie auch da ist. Das ist dann die Klinik, die erstmal noch dazukommen muss. Das ist ganz wichtig. Viele Neurodermitis-Patienten zeigen eine Sensibilisierung. Das heißt nicht, dass sie auch gleichzeitig eine Nahrungsmittelallergie haben müssen. Es kann sein. Der nächste Punkt, ballaststoffreiche Ernährung ist für uns alle gut. Das ist sehr wichtig für das Darmmikrobiom. Dann ist es wichtig, Triggerfaktoren zu vermeiden. Zu den Triggerfaktoren gehört zum Beispiel auch Kleidung aus Wolle. Das reizt die Haut. Zu den Triggerfaktoren gehören auch Seifen und Wasser. Das trocknet die Haut aus. Eine Basistherapie ist sehr wichtig durchzuführen. Und als nächstes wichtig, natürlich, das Kardinalsymptom der Neurodermitis ist der Juckreiz. Deswegen sollten die Fingernägel kurz gehalten werden. Was sich auch bewährt hat, sind so diese Neurodermitis-Overalls, die ja die kleinen Händchen und Füßchen mit einschließen. Das heißt, da fällt es schon ein bisschen schwerer, sich zu kratzen. Kratzen bedeutet, die Haut ist dann defekt und da setzt sich Staphylococcus aureus, ein ganz wichtiger Triggerfaktor, drauf. Kühlende Maßnahmen gibt es viele. Sie können das hier mal eben durchlesen. Dazu gehört auch das Auflegen eines kalten Umschlags. Das tut der Haut auch gut und ist auch gegen Juckreiz. Wenn Sie auf der Haut Schuppenkrusten sehen, also so Schuppen und so gelbliche Schuppen, die als Krusten bezeichnet werden, da können Sie davon ausgehen, da sind auch Staphylokokken drin. Staphylococcus aureus Bakterien, ich hatte sie schon erwähnt. Das heißt, da ist es gut, wenn man jeden Tag für 5 Minuten, kurz also, und dann lauwarm ein Bad durchführt. Eincremeprozeduren, ja, das finde ich sehr wichtig. Und das kann man wirklich spielerisch machen. Es gibt so Schaumcremes, da kann man so Smileys auf die Haut malen und so. Das finden die Kinder toll. Man sollte sich natürlich als Eltern auch ein bisschen Zeit lassen, um sozusagen das Eincremen auch durchzuführen und vielleicht auch so ein bisschen Massagen dazu. Warum ist das so wichtig, die Basistherapie durchzuführen? Nun, diese Basistherapie führt dazu, dass die Barriere repariert wird, damit da nicht alles von außen wie Staphylokokken, wie Allergene, wie Irritantien in die Haut hineinkommen können. Nun, das, was ich jetzt so erzählt habe, ist hier unten angesiedelt. Und jetzt gehen wir mal weiter nach oben. Wenn also die Standardtherapie mit Cremes und Salben, die auch Cortison und Calcineurin-Inhibitoren enthalten, wenn das alles nicht funktioniert hat, dann ist man oben bei der vierten Stufe angelangt. Wichtig ist, dass man auch an der vierten Stufe die anderen Stufen nicht vernachlässigt. Die müssen alle gemacht werden und dann kommt die vierte Stufe hinzu. Und da gibt es ganz viele neue Medikamente. Dieses soll Sie jetzt überhaupt nicht irritieren. Das ist so ein bisschen schwierig, das alles sozusagen zu erklären, will ich auch gar nicht, nur soweit. Die neuen Medikamente, die jetzt auf dem Markt sind und auch für das frühe Kindesalter, ich komme darauf
gleich zu sprechen. Die gehen gezielt die entzündlichen Prozesse an, die hier auf diesem Cartoon mit aufgezeichnet sind. Im Folgenden gehe ich ganz kurz darauf ein und ich habe das hier einfach mal so dokumentiert. Es gibt Biologika, Dupilumab zum Beispiel, ist zugelassen ab dem 6. Lebensmonat zur Therapie der schweren Neurodermitis. Von den JAK-Inhibitoren ganz frisch, ganz neu, seit ein, zwei Wochen zugelassen, baricitinib ab dem 2. Lebensjahr zur Behandlung der moderaten bis schweren Form der Neurodermitis. Das war ein kleiner Einblick, den ich Ihnen gegeben habe. Und ich denke, das, was behandelt werden sollte, habe ich gebracht, eine Sache vielleicht noch kurz, die auch wichtig ist, zu welchem Arzt geht man? Es gibt sehr gute Pädiater, die eine Expertise haben auf diesem Gebiet, schwere Neurodermitis beim Säugling und Kleinkind. Das ist genauso mit den Hautärzten. Viele kennen sich da sehr gut aus. Sollte das nicht der Fall sein, sollten die Patienten bzw. Eltern dann überwiesen werden zu einem speziellen Zentrum, das sich wirklich sehr gut auskennt und jeden Tag diese Studien auch durchführt und Erfahrung hat mit schweren Neurodermitis-Formen. So, jetzt bin ich gespannt auf Ihre Fragen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, und da kommen auch schon die Fragen rein. Also wie gesagt, Sie sind gerne eingeladen, bei F&A Ihre Fragen zu stellen. Ich fange an mit der ersten Frage. In welchem Alter ist eine allergologische Abklärung frühestens möglich? Das ist eine gute Frage. Früher haben wir gesagt, das Kind muss schon so ein, zwei Jahre sein. Das ist Quatsch. Sie können auch bei einem Säugling eine allergologische Diagnostik durchführen. Sie machen eine Blutabnahme und Sie machen eine Hauttestung. Das ist möglich und notwendig. Also die zweite Frage geht in die gleiche Richtung. Ab welchem Monat können Rasttestungen durchgeführt werden? Immer. Immer. Also Ja, auch ab da einem muss man Monat, nicht oder? warten, bis das Kind einen Monat alt ist. Sondern eine Blutabnahme, die kann auch erfolgen, wenn das Kind erst ein, zwei Monate alt ist oder noch davor. Allerdings ist es so, das wissen die Zuhörer natürlich auch, dass die Neurodermitis meist im 2., 3. Lebensmonat sich manifestiert, also zu sehen ist. Es kann aber auch sein, dass das schon mal im 1. Monat auftritt. So dass ich auf jeden Fall dafür bin, eine allergologische Diagnostik auch im sehr frühen Kindesalter durchzuführen. Gut, dann kommt eine generelle Frage zu Dupilumab, aber das stelle ich mal zurück. Ich bleibe mal bei den Kinderfragen. Also hier habe ich jetzt einen Fall von von Eltern. Die haben ein Kind, bei dem die Finger sich abpellen. Das Kind ist 9 Jahre alt, das kommt jetzt plötzlich auf einmal vor. Ist das eine Neurodermitis, wenn sich Finger abpellen, also Haut wahrscheinlich abpellen? Verstehe ich die Frage? Das habe ich verstanden, was Sie damit meinen. Also, das ist so, dass dann so eine Schuppung auftritt und wie so ein kleiner Handschuh, jedenfalls ein Teil des Handschuhs, einfach so ein bisschen abblättert. Das gibt es. Das gibt es zum Beispiel bei Infektionserkrankungen. Da kann so etwas auftreten. Bei Neurodermitis auch. Aber wissen Sie was? Allein diese Veränderung, Abpellen an den Fingerkuppen, damit kann ich die Neurodermitis-Diagnose nicht stellen. Da muss schon mehr sein. Aber es kann auch zu einer Neurodermitis mal als Teilsymptom passen.
Nächster konkreter Fall, die Tochter ist 5 Jahre alt, sie hat einen starken Juckreiz, vor allem abends und nachts. Was kann denn Linderung schaffen, außer der Hautcreme? Da ist hier der Name genannt, aber das ist ein verschreibungspflichtiges Präparat, können wir jetzt hier nicht nennen, oder Cetirizinsaft. Was kann man da noch machen, wenn das Kind sehr schwierigen Juckreiz hat am Abend, 5 Jahre? Ja, also was man weiß, ist, dass ein Cortisonpräparat eingearbeitet in eine Creme oder eine Salbe sehr wohl sehr gut gegen Juckreiz hilft. Und wenn das Kind eine mittelschwere Neurodermitis hat, dann ist das ja auch sozusagen Therapie der Wahl. Jetzt ist es nur wichtig, das abends zu machen. Das abends zu machen, bevor die Nacht beginnt. Denn gerade nachts kommt der Juckreiz, das weiß man ja, sodass ich empfehlen würde, dieses Cortisonpräparat kurz vor dem Schlafengehen zu applizieren. Das ist Punkt 1. Punkt 2. Wenn das Kind schon ein bisschen älter ist, und das Kind ist ja schon ein bisschen älter, kann man auch mit dem Kind besprechen. Weißt du was? Wenn du abends jetzt, wenn du in der Nacht plötzlich aufwachst und diesen Juckreiz hast, dann kannst du dir auch mal kühle Umschläge machen. Kühle Umschläge sind auch gegen den Juckreiz. Sowas kann man machen. Gut, nächste Frage. Guten Morgen. Im Vortrag war nur die Rede von Lebensmittelallergien. Gilt das Ganze, was Sie gesagt haben, auch für Lebensmittelunverträglichkeiten? Ja, also das ist gut, dass das gefragt wird. Das kann dich nicht alles bringen in 15 Minuten. Unverträglichkeiten bedeutet, dass das Immunsystem nicht beteiligt ist. Unverträglichkeiten sind zum Beispiel, ich nehme ein Nahrungsmittel zu mir, was ziemlich viel Histamin enthält, wie zum Beispiel Erdbeeren oder Sauerkraut. Das würde ich bei den Patienten, die eine Histaminintoleranz haben, das haben einige Neurodermitis-Patienten, das würde ich denen also nicht empfehlen zu essen. Das wissen die auch selbst. Wenn sie das essen, kriegen sie zum Beispiel einen Juckreiz, ein paar Stunden später, oder auch eine Rötung an der Haut oder auch eine Nesselsucht. Auch das ist möglich. Das ist aber nicht die Reaktion des spezifischen Immunsystems, das wäre die Allergie, sondern das sieht aber genauso aus in der Klinik. Also die Hautveränderungen, die sehen ganz genauso aus wie bei der Allergie. Aber das ist dann eben eine Intoleranz. Dann die Frage, haben Sie eine Empfehlung für eine Reha bei Neurodermitis bei einem Säugling? Der Sohn ist 4 Monate alt, die Familie lebt in Süddeutschland. Und ich ergänze die Frage, die auch reingekommen ist gerade, wo gibt es eigentlich spezielle Zentren für Kinder? Gibt es da ein Netzwerk oder? Ja, das gibt es. Das können Sie auch über Allergieportal, über den Allergieportal, über das Allergieportal rauskriegen, wo es so etwas gibt. Aber zu den Reha-Zentren kann ich Ihnen Folgendes sagen. Was sich immer bewährt hat, ist das Klima an der Nordsee und das Klima im Gebirge. Gebirge deshalb, weil über einer Höhe von 1500 Metern die Hausstaubmilben nicht mehr existieren können, weil die Luftfeuchtigkeit dort nicht gegeben ist. Also, das wäre zum Beispiel Davos und das wäre zum Beispiel, was die Nordseeinseln betrifft, Amrum oder Sylt. Also, da habe ich gute Erfahrungen mit sammeln können. Und natürlich ist das so, wenn das ein Säugling ist, da werden die Eltern ja mit aufgenommen, jedenfalls einer, also die Mutter oder der Vater. Jetzt nochmal, welche Therapien gibt es über Cortison als halbe Creme hinaus? Und ich ergänze die zweite Frage, wo erhält man Salben- und Cremegrundlagen, die keine Benzoate, Oleate und Salicylate enthalten, was leider oft der Fall ist. Können Sie zu diesen ganzen Ja, Salben und Cremes mal, ja. Sie können ruhig ein bisschen länger ausführen, wir haben noch Zeit momentan. Das ist prima, dann kann ich auch ein bisschen langsamer reden, mache ich auch sowieso lieber. Also,
Cortison und Calcineurin-Inhibitoren, wie gesagt, ich hatte es erwähnt, sind Therapie der Wahl. Wenn das jetzt in Creme- und Salbenform nicht ausreicht, dann geht man eine Stufe höher. Und da bin ich kurz darauf eingegangen, dass das Dupilumab, es wird gespritzt, eine Option ist bereits ab dem sechsten Lebensmonat. Und ein JAK-Inhibitor, den hatte ich auch erwähnt, der jetzt zugelassen ist, Baricitinib, ab dem zweiten Lebensjahr. Das kann man machen. Und jetzt nochmal eine ganz wichtige, das ist gut, dass diese Frage gestellt worden ist. Es sollten nämlich in einem Pflegepräparat keine Duftstoffe und auch nicht so viel an Konservierungsmitteln enthalten sein, denn die können wiederum die Neurodermitis zum Blühen bringen. So, und jetzt gibt es, das müssen Sie mit Ihrem Arzt dann besprechen. Es gibt sozusagen die Möglichkeit, gute Rezepturen zu kriegen, die alle geprüft sind, standardisiert sind, durch den deutschen Arzneimittelkodex, das heißt DAC, und auch durch das neue Rezepturformularium, das heißt NRF. Solche Sachen sollten mit dem Arzt besprochen werden, der kennt DAC, der kennt NRF, sodass man dort auch standardisierte, geprüfte Rezepturen raussuchen kann und die dann rezeptieren kann. Dann die Frage, Sie erwähnten Dupilumab. Führt Dupilumab zu einer Gewichtszunahme? Also das habe ich überhaupt noch nicht gehört. Natürlich, wenn man dann, es geht einem besser, man isst vielleicht mehr, dann nimmt man auch Gewicht zu. Aber das habe ich ehrlich gesagt als Nebenwirkung von Dupilumab nicht gehört. Die Nebenwirkung von Dupilumab ist eher, und das zeigen doch so 30% der Patienten, eine so Bindehautentzündung. Also die Augen, die können sich entzünden. Aber das ist auch kein Problem, denn da kann man mit dem Augenarzt zusammenarbeiten, wenn so etwas auftritt. Der hat entsprechende Medikamente, die man hier verordnen kann. So, wir hatten ja beim Vortrag gesagt, auch Tipps und Tricks, was tun, wenn das Kind nicht mitmacht. Und da gibt es auch eine Frage. Das Kind ist mit Neurodermitis diagnostiziert. Hier steht überall am Körper. Ich gebe jetzt die Frage mal so weiter. Kind will nicht mitmachen. Was tun? Also, das kommt natürlich ganz drauf an, wie alt ist dieses Kind. Wenn dieses Steht nicht Kind schon hier. einiges versteht, ne? Ich hatte ja so einen Cartoon gezeigt, wo die Barriere gestört ist und von außen kommt da alles hinein, weil eben die Haut offen ist. Die öffnet sozusagen Tür und Tor für das, was draußen reinkommt. Das kann man Kindern, wenn die schon etwas älter sind, sehr gut zeigen, das verstehen sie auch, sodass sie dann auch akzeptieren, zwei- oder dreimal täglich eingecremt zu werden. Denn das führt dazu, dass die Barriere dann wieder repariert wird. Ich persönlich meine, man muss sich wirklich sozusagen auf Augenhöhe mit diesem Kind dann unterhalten, falls es schon möglich ist, falls es schon sich um ein Schulkind handelt. Und wenn dieses Kind jünger ist, dann kann man das auch spielerisch machen. Das hatte ich auch erwähnt, dass man zum Beispiel eine Schaumcreme sich nimmt und auf die Haut des Kindes ein Smiley malt oder einen Elefanten oder sonst was. Das mögen die Kinder, und dann lassen sie sich meist auch eincremen. Also spielerisch, das ist hier das Schlagwort.
So, und dann habe ich eine letzte Frage auch angesichts der Zeit. Wie ist eigentlich die Kostenübernahme geregelt, zum Beispiel bei der Basispflege? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Da bin ich auch sozusagen mit der Politik nicht ganz einverstanden. Also, die Basistherapie wird bezahlt bis zum 12. Lebensjahr. Das reicht nicht aus, weil die Neurodermitis ist nicht plötzlich mit dem 13. Lebensjahr weg. Also, auch dann sollte das bezahlt werden, und da sind wir in Verhandlung, dass die Krankenkassen das auch machen. Eine Sache ist noch gut zu erwähnen in diesem Zusammenhang, nämlich die Neurodermitis und Ichthyosis vulgaris, das ist sozusagen in Tütelchen eine Fischschuppenkrankheit, die sind häufig gemeinsam da. Und diese Ichthyosis-Patienten, die haben das Glück, dass diese Basistherapie eben immer bezahlt wird. Das heißt, wenn man bei einem Neurodermitis-Patienten auch zusätzlich eine Ichthyosis feststellt, das ist häufig der Fall, dann wird die Basistherapie auch bezahlt. Wenn das nicht der Fall ist, und wie gesagt, das finde ich auch alles nicht gut. Wir sind dabei, irgendwie das hinzukriegen, dass auch ab dem 13. Lebensjahr das weiter bezahlt wird, auch wenn keine Ichthyosis vorliegt. Muss man sehen, was daraus wird. Wir können noch zwei Fragen nehmen. Die Teilnehmerin fragt, Duogalencreme ist derzeit nicht lieferbar. Was könnte man stattdessen verwenden? Ja. Also, es gibt viele Sachen, die im Moment nicht lieferbar sind. Also, ich würde sagen, dass man ein Cortisonpräparat verabreicht. Juckreiz ist da, Haut sieht nicht gut aus. Und dieses Cortisonpräparat, das kann man die ersten paar Tage täglich nehmen. Und dann geht man auf die sogenannte, meine Nachrednerin wird noch darauf eingehen, geht man auf die sogenannte proaktive Therapie mit diesem Cortisonpräparat. Das heißt, dass man nur zwei, dreimal in der Woche das appliziert. Das kann die Haut ab. Da reagiert sie nicht mit Nebenwirkungen. Und das Gleiche kann man auch machen mit den Calcineurin-Inhibitoren. Beide Präparate kann man reaktiv jeden Tag angewandt, kann man auch proaktiv zwei, dreimal in der Woche angewandt nutzen. Letzte Frage, das gibt es einen Zusammenhang zwischen Neurodermitis und Darmerkrankung? Ja, den gibt es. Chronisch entzündliche Darmerkrankungen sind bei den Neurodermitis-Patienten häufiger im Vergleich zu den Personen ohne Neurodermitis. Da gibt es zum Beispiel den Morbus Crohn oder die Colitis ulcerosa. Sollte das der Fall sein, es muss ja nicht immer nur eine Nahrungsmittelallergie sein oder eine Nahrungsmittel ist ja vorhin auch in den Fragen gekommen, der Unverträglichkeit, der sogenannten Intoleranz. Es kann auch mal eine chronisch entzündliche Darmerkrankung sein. Wenn der Verdacht gegeben ist, es ist immer wichtig als Arzt, interdisziplinär zusammenzuarbeiten, dann arbeite ich natürlich mit einem Gastroenterologen zusammen. Und das gibt es natürlich für die Pädiater, das gibt es auch für die Erwachsenen. Also dann ist es ein Internist, der sich darum kümmert. Ja, diese Assoziation ist da. Ja, wunderbar. Es gibt jetzt eine Frage zu einem Neurodermitis bei den Augenlidern und damit leiten wir wunderbar. Deswegen nehme ich, das sage ich der Teilnehmerin jetzt gerade, diese Frage zu Frau Dr. Sack rüber, die genau über Neurodermitis an sensiblen Stellen reden wird. Und diese Frage geht nicht verloren, sondern Frau Dr. Sack wird die dann beantworten. Liebe Frau Professor Förster-Holst, herzlichen Dank für diesen tollen Vortrag.
Und ja, noch eine gute Zeit. Ich habe ja gehört, Sie bleiben bei uns und es kommen schon die ersten Klatschhände und Daumen hoch. Ich glaube, die haben alle Zuhörerinnen und Zuhörer begeistert. So, liebe Frau Dr. Sack, dann kommen Sie mit Ihrem Vortrag und ich schalte mich erstmal weg. Jawohl. Ja, ich habe heute das spannende Thema, was tun bei Ekzemen an unangenehmen Stellen? Das ist eine sehr häufige Frage in meinem praktischen Alltag. Ich muss einmal ganz kurz schauen, dass ich mich hier durchklicke. Ja, jetzt funktioniert es auch. Ich habe heute drei Unterpunkte mir zurechtgelegt. Es geht bei allen Themen darum, wie kann ich die Lokaltherapie an den Hautbefund anpassen? Je nach Körperareal ist es ganz unterschiedlich, welche Salbengrundlagen zum Einsatz kommen und welche Wirkstoffe. Das ist das erste Thema. Dann geht es darum, ganz gezielt Gesicht, Intimbereich, Hände und Füße. Wie kann man an diesen Lokalisationen arbeiten? Und wie können innovative Therapien helfen? Das wurde jetzt schon ein bisschen auch von meiner Vorrednerin angesprochen und ich gehe darauf auch noch einmal ein. Mir war es wichtig, dass ich nicht zu viel erzähle, weil ich rede immer sehr viel und sehr schnell und will immer ganz viele Informationen übermitteln und habe mich darauf konzentriert, dass ich die Slides, also die Folien so mache, dass man sie auch abfotografieren kann, dass man dann quasi, ja, wie so einen kleinen Spickzettel für sich selber hat. Also ich habe relativ, also ich habe gar keine Bilder extra verwendet und habe versucht, das, was ich vermitteln möchte, einmal zum Abfotografieren auch einmal zusammenzustellen. Mein heutiges Ziel ist es, allen, die heute teilnehmen, ein Grundverständnis für ihre Haut zu vermitteln. Das versuche ich auch in der Praxis, dass meine Patienten zum Experten für ihre eigene Haut werden. Ich möchte ein Verständnis dafür schaffen, in welchem Zustand die Haut welche Behandlung braucht, weil die Haut kann verschiedene Zustände haben. Man hat verschiedene Hauttypen, das kennt man ja. Es gibt trockene Haut, fettige Haut, Mischhaut. Aber diese Hautzustände, von denen ich jetzt rede, das sind eher kurzfristige Sachen. Also die Haut kann mal kurzfristig trockener sein oder kurzfristig nässend sein. Also es geht nicht um Hauttypen, sondern um Hautzustände bei der Therapie. Ich fange an mit der Basispflege. Die Basispflege, das hat die Kollegin ja auch schon erörtert, das ist ganz unten bei diesen Säulen, dass wir täglich, also wirklich eine Routine etablieren, dass wir unsere Haut mit Feuchtigkeit versorgen. Das ist möglich mit Urea. Urea, Harnstoff, bindet Wasser in der Haut, kann aber auch mal klebrig sein und auf entzündeter Haut würde Urea brennen. Also das würde ich wirklich nur dann verwenden, wenn die Haut gerade intakt ist. Ceramide binden ebenfalls Wasser in der Haut, die brennen aber nicht. Deswegen tendiere ich inzwischen ein bisschen mehr dazu, meinen Patienten Ceramide zu empfehlen. Das ist aber wirklich jedem selbst überlassen. Viele fahren auch mit Urea gut, aber das ist so ein bisschen Typsache. Und ich versuche immer, ich habe immer Muster und Proben bei mir in der Praxis und ich gebe die immer, also von beiden Wirkstoffen quasi Proben und Muster aus, damit der Patient selber schauen kann, einen Arm behandle ich mit Urea, den anderen mit Ceramid. Was mag meine Haut lieber? Weil jeder Mensch ist eben auch doch ein bisschen anders. Also wir haben einmal die Basistherapie, binden Wasser in der Haut, um so die Trockenheit und den Juckreiz zu lindern. Wichtig ist auch, dass man sich eben klar macht, die Hautbarriere muss gestärkt werden. Das sollte im Grunde wie das tägliche Zähneputzen in den Alltag integriert werden. Also ich kenne das von meinem Mann, der cremt sich nicht besonders gerne ein und Tabletten nimmt er auch nicht gerne. Ich stelle ihm das immer neben die Zahnbürste. Dann kann das schon mal schlechter ignorieren und dann frage ich das auch ab. Und ich finde, Routinen sind immer ganz gut, wenn man eine Routine hat. Davon weicht man dann nicht ganz so schnell wieder ab, wenn man es irgendwann im Laufe des Tages macht. Das kriegt man ja gar nicht unter. Es kostet immer unfassbar viel Zeit. Und diese Zeit, die hat man, ja, also. Ich kenne das ja, also ich bin auch da manchmal schluderig, aber morgens und abends hat man die Chance, während des Zähneputzens das auch erstmal einziehen zu lassen, weil das dauert ja auch, bis es eingezogen ist, schon so 10, 15 Minuten. Und in der Zeit erstmal noch nicht sich anziehen, sondern wirklich einmal der Haut die Chance geben, das aufzunehmen. Das ist unfassbar, ja, was heißt nervig, aber es kostet ein bisschen Überwindung, das wirklich jeden Tag auch zu machen. Also wirklich eine feste Zeit sich dafür nehmen und das dann auch wirklich jeden Tag wie eine Routine durchziehen. So, das war einmal das zur Basistherapie. Das ist mir unfassbar wichtig, weil ich verstehen kann, wie anstrengend das ist im Alltag. So, jetzt geht es um die
Therapie eine Stufe darüber, also auf der Basis aufbauend, wenn es zu einem Schub kommt, dann sprechen wir von einer reaktiven Therapie. Also als Reaktion auf eine Hautveränderung kommt eine Therapie zum Einsatz, die entweder antientzündlich ist oder die juckreizlindernd ist oder auch beides. Und dafür kommen meistens moderne Glukokortikosteroide, also Cortisonpräparate, zum Einsatz. Aber da gibt es inzwischen auch bessere Präparate, als wir früher zur Hand hatten, mit besserem, wir nennen das therapeutischen Index. Also die Nebenwirkungen sind deutlich später erst, also treten erst deutlich später auf. Also ich habe immer Sorge, dass die Haut irgendwann dünner wird, dass Gefäße einsprossen. Das sind heutzutage Gott sei Dank Präparate, die das nicht so schnell mehr machen, wie früher das der Fall war. Und mein Favorit, lokale Calcineurin-Inhibitoren, das hat meine Kollegin auch schon erzählt, da gibt es Tacrolimus und Pimecrolimus. Und da ist es ganz wichtig zu unterscheiden. Tacrolimus ist in einer fettigen Salbe nur anmischbar. Und da muss man aufpassen, auf einem nässenden Hautbefund wäre das eher ungünstig. Wir wollen keine fettigen Salben auf einem nässenden Hautbefund. Das ist dann eher für trockene Stellen gut. Und Tacrolimus wirkt wie ein mittelstark wirksames Cortison, aber ohne Nebenwirkungen. Ich finde, es hat eher einen Nebeneffekt. Das macht die Haut manchmal heiß. Also die Stellen können heiß werden, können brennen. Die Durchblutung ist dann ein bisschen gesteigert in dem Moment. Lauwarmes Wasser kann einem beim Duschen heißer vorkommen an den Stellen, wo man das aufträgt. Aber nach ein paar Tagen gewöhnt die Haut sich meistens schon dran und es brennt auch nicht mehr. Und Pimecrolimus ist so der kleine Bruder davon oder die kleine Schwester. Es ist eine leichtere Grundlage, also man kann es in eine leichtere Grundlage reinmischen, ist aber auch von der Wirkung ein bisschen leichter. Der große Vorteil ist eben, dass man die unfassbar häufig anwenden kann, ohne dass man mit Nebenwirkungen, also dass man Nebenwirkungen fürchten muss. Und deswegen mag ich die so gerne, weil man damit im Grunde nichts falsch machen kann. Zum anderen gibt es eben neben diesen antientzündlichen Wirkstoffen juckreizlindernde Wirkstoffe, zum Beispiel Polydocanol. Polydocanol ist ein Gerbstoff, der die Haut auch beruhigt. Es gibt viele frei verkäufliche Präparate, die Polydocanol enthalten. Und das macht eine mittelstarke Juckreizlinderung, klappt nicht bei jedem gleich gut. Auch da muss man immer schauen, es gibt es in der Lotion, also schön leicht, es gibt es aber auch in etwas cremigeren, pflegenderen Grundlagen. Das muss man dann auch wirklich wieder an den Hautbefund anpassen und auch mal ausprobieren, was mag meine Haut. Wenn die Ekzeme dann darunter abgeheilt sind, das macht man am Anfang, wie gesagt, reaktiv als Reaktion auf die Hautveränderung zweimal täglich. Wenn die Haut sich dann beruhigt hat und schon das Ekzem am Abheilen ist, reduziert man auf eine einmal tägliche Anwendung. Dann nur noch jeden zweiten Tag, noch zweimal die Woche. Und dann kommen wir schon in diesen vorbeugenden Bereich, in die proaktive Therapie. Proaktiv bedeutet vorbeugend, hatte die Kollegin auch schon mal angesprochen. Wir verwenden einen lokalen Calcineurin-Inhibitor zweimal pro Woche, zum Beispiel Mittwoch und Sonntag. Manche Kollegen sagen auch 2 Tage hintereinander, also Mittwoch, Donnerstag zum Beispiel. Da muss man schauen, individuell, wie die Haut besser darauf reagiert. Aber zweimal wöchentlich vorbeugend diese Therapie auf den typischen Stellen, damit die Haut da auch ruhig bleibt. Weil wir haben Entzündungszellen in der Haut, wir haben Gedächtniszellen, dass wir da im Grunde Ruhe auch behalten. Also das ist das Konzept reaktive Therapie und proaktive Therapie. So, jetzt ist es ganz wichtig, diese Wirkstoffe, also lokale Calcineurin-Inhibitoren oder Cortisonpräparate, die können in verschiedenen Grundlagen rezeptiert werden. Und das ist mir ganz wichtig, dass ich mir wirklich die Zeit nehme zu schauen mit dem Patienten, wie sehen denn die Hautstellen aus, die Hautläsionen. Es gibt Salben, es gibt Cremes, es gibt Lotionen und es gibt ganz viele Nuancen dazwischen. Salben sind sehr fettig und Cremes eher pflegend, sehr leicht. Und Lotionen sind geradezu flüssig und können sogar bis zu austrocknend wirken. Also es gibt auch Pasten, Pasta exicans, die trocknen wirklich aus. Das heißt, wenn ich irgendwo Bläschen sehe, dann nehme ich eine ganz leichte Lotion, die leicht austrocknend ist oder sogar eine austrocknende Paste, damit die Haut eben abtrocknet. Und wenn die Haut trocken ist, schuppt, rissig ist, dann verwende ich eher eine Salbe. Aber eher nicht, wenn es hochentzündlich ist, dann lieber eine Creme, damit die Entzündung nicht wie so ein Deckel auf dem kochenden Topf Wasser so richtig hochkocht. Und das ist die Schwierigkeit, dass man da als Patient ein Gefühl für bekommt, bei welchem Hautzustand nehme ich welche Grundlage. Ich habe oft
einen Wirkstoff aufgeschrieben, einen Cortison-Wirkstoff, einmal als Salbe, einmal als Creme und habe dem Patienten gesagt, sobald diese akute Entzündung sich ein bisschen beruhigt hat und das eher in das Trockene übergeht, dann nehmen Sie eher die Salbe. Ansonsten nehmen Sie die Creme, wenn es in die nässende Richtung geht. Und das war für viele schon unfassbar verändernd, weil der tollste Wirkstoff kann nicht funktionieren, wenn man die falsche Grundlage wählt. Da fängt es schon an. Und deswegen ist es mir auch immer wichtig, dass das Rezept, so wie ich es ausstelle, auch so umgesetzt wird von der Apotheke. Es gibt ganz tolle Apotheken, die auch ganz toll beraten, aber ich habe auch schon anderes erlebt. Und da muss man als Patient auch so ein bisschen mit drauf aufpassen, tatsächlich. Dann immer darauf achten, das ist mir unfassbar wichtig, dass das heute mitgenommen wird, Duft- und Konservierungsstofffrei. Ich will Duftstoffe nicht verteufeln und Konservierungsstoffe auch nicht, aber wenn man schon eine geschädigte Hautbarriere hat, dann kann man sich zusätzlich noch eine Kontaktallergie heranzüchten. Und das kommt durch den Kontakt, also da wird man nicht geboren, sondern über dauerhafte Anwendung von zum Beispiel Duft- und Konservierungsmitteln kann eben eine Kontaktallergie auch noch entstehen, als Schnaps obendrauf sozusagen. Und dann verträgt man noch weniger. Und das ist das, was mir unfassbar wichtig ist, auch naturkosmetische Präparate. Ich habe überhaupt nichts gegen Naturkosmetik, aber auf einem Ekzem kann man sich auch da eine Allergie heranzüchten. Also die natürlichsten Sachen können unser Feind werden. Das kennen wir ja auch von den Allergien. Also wir reagieren ja sogar auf Pollen, die ja uns nun wirklich eigentlich gar nichts tun. Aber unser Körper erkennt das als Feind und reagiert darauf. Und genauso kann es auf Mandel, auf Rose, auf all diese natürlichen Zusätze, ätherische Öle zu den schlimmsten allergischen Reaktionen kommen. Und die Wahrscheinlichkeit ist bei Neurodermitis, so eine Kontaktallergie zu erwerben, eben deutlich größer als bei intakter Hautbarriere. Und das ist immer ganz schwierig, wenn ich in der Sprechstunde sitze und ich lasse mir immer die Cremes mitbringen, dass wir das einmal gemeinsam durchgehen, was Sinn macht, was nicht. Und da sehe ich immer ganz viel Naturkosmetik und ist auch eigentlich ja schön, aber auf Ekzem macht es keinen Sinn oder eben bei geschädigter Hautbarriere. Das kann das Ganze noch weiter anfeuern. Also merke, ein kleiner Pitstop zwischendrin. Ein Wirkstoff kann noch so gut sein, in der falschen Grundlage kann der Hautbefund sogar verschlimmert werden. Das war mir heute ganz wichtig, einmal, dass es allen sozusagen hängen bleibt. So, Neurodermitis im Gesicht. Wie pflege ich, wie kaschiere ich Neurodermitis im Gesicht? Das ist, finde ich, etwas sehr Persönliches, ob man Neurodermitis kaschiert. Man fühlt sich mit Neurodermitis unwohl in seiner Haut und wenn es einem alle ansehen, dann umso unwohler. Es ist nicht so, nur so, dass es ständig juckt, sondern andere sehen das auch und reagieren und man fühlt sich nicht wohl. Ich bin aber selber dagegen, zu kaschieren, also dann vielleicht auch noch Make-up zu benutzen oder irgendwas zu machen, weil ich will, dass der Hauptbefund abheilt. Ich will nicht verbergen, ich will behandeln. Aber das ist immer eine sehr persönliche Entscheidung. Deswegen habe ich das Kaschieren aber so ein bisschen außen vor gelassen. Bei der Pflege ist es so, das Gesicht hat sehr viele Teigdrüsen. Also da braucht man manchmal gar nicht so viel Pflege wie am Körper. Aber pflegen muss man natürlich trotzdem. Also auch im Gesicht immer eine Basistherapie. Man muss vorsichtig sein, dass man auch nicht überpflegt. Also ich würde jetzt nicht Gesichtsöle benutzen, sondern ähnlich wie am Körper mit Ceramiden zum Beispiel arbeiten, die Wasser in der Haut binden. Ich persönlich möchte kein Cortison meinen Patienten fürs Gesicht aufschreiben, nur im ganz großen Notfall, wenn mal eine dolle Entzündung ist, also wirklich so eine überschießende Entzündung, wo wir mal wie so eine Feuerwehr kurz ablöschen, also für 2, 3 Tage und dann wieder weg damit. Aber dass die Haut sich ja nicht dran gewöhnt, ich will auch nicht, dass die Haut dünner wird. Also im Gesicht bin ich besonders streng. Am Körper kann man auch Cortison 2, 3 Wochen in meinen Augen ohne Bedenken mit einem modernen Präparat machen. Kopfhaut verträgt das unendlich viel. Also es sind so viele Haarfollikel, die Kopfhaut ist unfassbar robust, genauso der Bartbereich beim Mann. Aber im Gesicht bitte nicht. Oder im größten Notfall als kleine Feuerwehr. Und dann auch meistens mit einem lokalen Hautantibiotikum, wenn es so wirklich dolle Entzündungen sind. Im Gesicht bevorzuge ich deutlich die lokalen Calcineurin-Inhibitoren, reaktiv 2-mal am Tag, bei Besserung nur noch 1-mal am Tag und dann eben vorbeugend an den typischen Stellen, kann auch an den Augen herum verwendet werden. Es brennt wie Feuer, wenn es in die Augen reinkriecht, ist aber harmlos fürs Auge, also es ist nicht schädlich. Ich würde es dann immer rausdrehen und eher zur Nacht auftragen, aber da komme ich nachher nochmal dazu. Wie schon einmal erwähnt, bei trockenen Ekzemen eher Tacrolimus, das ist eben in einer fettigeren Salbe nur einmischbar, also ansonsten kriegt man das nicht stabil. Und wenn es eben so ein bisschen ja, eher neutraler Hautbefund ist oder eher in die nässende Richtung geht, dann eher Pimecrolimus, ist aber eben ein bisschen schwächer von der Wirkung, das muss man wissen.
Und egal, was verwendet wird, immer nur dünn auftragen. Also man sollte nie im Leben zu dick auftragen und besonders nicht bei den Cremes. Also ich würde immer nur dünn auftragen, lieber öfter dünn als einmal zu dick. Das ist auch wirklich nicht nur wie so eine Schicht sich draufsetzt, sondern auch wirklich gut einzieht. Ich hatte es vorhin schon mal gesagt, diese lokalen Calcineurin-Inhibitoren können anfangs sich heiß anfühlen beim Auftragen. Das kann brennen. Besonders beim Duschen merkt man das, wie gesagt. Es kann auch mal so ein Flush geben. Es ist so eine aufschießende, aufsteigende Gesichtsrötung. Ich habe selber mal einen Flush gehabt. Das ist eindrucksvoll. Das fühlt sich ganz heiß an. Das war sehr scharf begrenzt und das ist sehr unangenehm. Es ist völlig harmlos, aber man kriegt einen Schreck, wenn es passiert. Aber man muss dann einfach wissen, es geht vorbei und es ist harmlos. Es ist eine gesteigerte Durchblutung in dem Moment. Ich würde bei diesen Präparaten immer abends anfangen zunächst, um die Haut dran zu gewöhnen. Man kann auch einen feuchten Lappen auflegen für 10 Minuten, fettfeucht, dann zieht es auch nochmal besser ein. Und wenn die Haut sich dran gewöhnt hat und eben das gar nicht mehr so brennt beim Auftragen, dann kann man es auch zweimal, dreimal täglich verwenden, ohne dass man Sorge haben muss. Und wie gesagt, es kann ins Auge kriechen, ist durch die Körperwärme bedingt, wenn die Creme ein bisschen flüssiger wird, normal. Ich würde es dann nicht verreiben, es wird dann noch schlimmer, sondern ich würde es austreten lassen. Und fürs Gesicht gilt pH-neutrale Waschstation. pH-neutral bedeutet pH 4,5, eigentlich sogar 4,4 bis 5,5. Das ist der Bereich, der saure Bereich, den wir brauchen, denn unser Säureschutzmantel der Haut wird durch häufiges Waschen oder Eincremen immer basischer, also wird immer mehr abgenutzt, geht immer mehr in den basischen alkalischen Bereich rein und wir wollen den pH-Wert schön sauer halten, damit auch die Abwehrfunktion weiter gut funktioniert. So, Hände und Füße, das sind sehr beanspruchte Areale. Hände und Füße bestehen drauf. Wir laufen auf unseren Füßen den ganzen Tag, wir schwitzen an den Füßen. Da ist so ein ganz anderes Milieu und an den Händen ähnlich. Manche schwitzen ein bisschen mehr an den Händen, manche haben sehr, sehr trockene Hände. Aber wichtig ist zu verstehen, je mehr Feuchtarbeit, also je mehr Wasserkontakt man hat, je mehr man im Haushalt macht oder auch Handschuhe trägt, umso mehr wird die Hautbarriere abgenutzt. Es ist günstig, wenn man beim Abwaschen zum Beispiel Handschuhe trägt, aber es müssen baumwollbeflockte Handschuhe sein. Also diese meistens so hässliche Neonfarben außen und innen, so eine dünne Baumwollschicht. Und diese Baumwollschicht sorgt dafür, dass Schweiß aufgenommen wird und nicht sich darunter staut, wie in so Einmalhandschuhen. Weil wenn man so einen Einmalhandschuh länger als 5 Minuten trägt und den auszieht, dann sieht man schon, der ist klitschnass da drin. Und die Haut quillt auf und ist dann umso empfindlicher. Da ist keine Schutzfunktion mehr vorhanden. Wenn man baumwollbeflockte Mehrweghandschuhe zum Abspülen zum Beispiel nimmt, hat man sich einen wirklichen Gefallen getan. Zu häufiges Händewaschen ist auch nicht gut. Natürlich, wenn mir eine halbe Banane an der Hand klebt, dann wasche ich mir die ab. Aber ansonsten, ich persönlich desinfiziere mir ständig die Hände bei der Arbeit. Es sind rückfettende Händedesinfektionsmittel, es passiert nichts. Aber wenn ich mir zu oft die Hände wasche, kriege ich auch ein Handexem. Das ist eine Abnutzung der Hautbarriere. Also lieber, wenn man das Gefühl hat, ich habe dreckige Hände, ich komme von draußen, ich war in der Bahn, lieber desinfizieren mit rückfettenden Händedesinfektionsmitteln, als zu häufig zu waschen und mit Seife und Tensiden zu arbeiten. Weil man wäscht sich die Hautbarriere quasi runter. Es gibt unfassbar gute Handcremes und es gibt auch ein bisschen schlechtere Handcremes. Also ich würde immer auf die Sensitiv-Handcremes setzen, damit eben keine Duft- und Konservierungsstoffe enthalten sind. Und ich stelle mir die selber immer neben das Waschbecken, neben den Wasserhahn, damit sobald die Hände trocken sind, ich auch mir diese Schutzfunktion wieder raufpflege. Das funktioniert sonst nicht. So häufig, wie man am Waschbecken ist, würde man nicht noch irgendwo anders hinlaufen und sich dann seine Creme holen. Ich stelle die mir ans Waschbecken, damit ich wenig Hemmschwelle habe, die auch zu benutzen. Das sind so kleine Lifehacks, die aber wirklich, weil es halt so häufig der Fall ist, ein Gamechanger sind. Also Schwitzen unter Handschuhen ist ungünstig. Diese Nässe unter den Handschuhen ist ungünstig, wenn es um Einmalhandschuhe geht, möglichst, wenn man beruflich dazu irgendwie nicht anders in der Lage ist, als damit zu arbeiten, möglichst häufig diese Handschuhe aber wechseln oder Baumwollunterziehhandschuhe tragen. Und wenn es trotzdem dann zu Bläschen mal im Bereich der Hände kommt, weil das wäre so der Klassiker, das schwitzbedingte Bläschen, dann helfen sehr gut adstringierende Wirkstoffe, Tannine. Also es gibt Handbäder, die dann für 10 Minuten durchgeführt werden, die das so ein bisschen wegtrocknen. Niemals Bläschen anstechen oder aufkratzen, das infiziert sich dann nur. Lieber wegtrocknen sozusagen. Und da sind wir wieder bei den Salbengrundlagen. Also da eine Lotion oder eine austrocknende Paste verwenden oder eben Handbäder. Das Gleiche gilt im Grunde auch für die Füße.
Die Füße kann man jetzt im Alltag nicht vom Schwitzen abhalten, aber es gibt auch da Einlagen, die so ein bisschen aufsaugen. Wenn man Silbersocken trägt, hat das auch manchmal einen positiven Effekt. Aber auch da, jeder Fuß ist anders. Man muss einfach schauen, wie viel Pflege braucht mein Fuß. Wenn man jetzt trockene Füße hat, das gibt es ja auch, dass man so diese Pulpitis auch an den Füßen hat, also diese trockene, spröde Haut. Da sind eben auch wieder ureahaltige Cremes zu empfehlen und da auch ruhig ein bisschen höher konzentriert. Also der Fuß verträgt da ein bisschen mehr von. Es gibt da viele Hersteller, die verschiedene Stärken der Urea haben. Und wenn man zu einer verstärkten Verhornung an den Füßen neigt, das ist bei Neurodermitis auch manchmal der Fall, dass man so schwelle Hornhautbildung hat, dann hilft auch Salicylsäure, Salicylvaseline, aber danach immer gut die Finger waschen, dass man sich das nicht noch woanders hinschmiert, dann eine Socke drüber über Nacht und dann wirkt das auch schön ein. So, das waren die Hände und Füße. Jetzt kommt. Kurzer Hinweis, ein bisschen auf die Zeit achten. Wir haben schon eine ganze Reihe von Fragen, sonst läuft uns das ein bisschen aus Ich dem hab's Ruder. gewusst, aber ich bin auch gleich durch, keine Sorge. Für den Intimbereich, das ist immer ein Thema. Ich frage, sind noch irgendwo Stellen und die Patienten erzählen mir das immer etwas ungerne. Aber es ist mir unfassbar wichtig, weil die Therapie im Intimbereich ähnlich wie im Gesicht eben anders ist als am übrigen Körper. Man muss da so ein bisschen ja, vorsichtiger sein mit Cortisonpräparaten, lieber auch dort Calcineurin-Inhibitoren benutzen. Dort, wo Haare sind, ist die Haut ein bisschen robuster, aber schleimhautnahe Bereiche ist besonders empfindlich, also da bitte kein Cortison. Besonders da auch eben leicht saure Waschlotionen, pH-Wert neutral, möglichst wieder ohne Duftstoffe, ohne Konservierungsstoffe, also die Med-Produkte oder Sensitivprodukte benutzen. Und ich erfahre das häufig, dass Patienten Kamille benutzen, weil man das irgendwie so gelernt hat, aber Kamille kann auch Allergien machen und auch manchmal fast schon austrocknend wirken. Bin ich kein Fan von, aber wer es gut verträgt, soll es weitermachen. Ich will nur gewarnt haben, es kann auch mal nach hinten losgehen. So, dann, das hatte meine Kollegin auch schon angewähnt, einmal noch ganz kurz zwei Slides zu den neuen, moderneren Therapien. Das ist das, was mir gerade unfassbar viel Spaß macht. Es gibt immer wieder Patienten, da reicht die Lokaltherapie nicht. Da kommen wir mit Cremes nicht weiter. Obwohl das konsequent angewendet wird und wir uns auch wirklich an unsere Stufen halten, gibt es immer noch Schübe, so doll, dass sie mit Lokaltherapie nicht beherrschbar sind. Oft haben wir schon UV-Therapien gemacht, die immer nur kurz geholfen haben. Und ich selber mag diese alten Immunsuppressiva nicht, die man früher verwendet hat. Ich selber würde sie nicht nehmen. Ich biete das den Patienten immer an, weil jeder hat ein Recht darauf. Aber ich habe Sorge vor manchen Präparaten. Und gerade wenn es junge Menschen sind, das Leben ist noch lang, man möchte nicht, dass dann irgendwas mit zu viel UV-Therapie vielleicht mal an Lichtschaden gesetzt wird, den wir nicht mehr zurückstellen können. Deswegen, das wird immer ganz genau von mir ausgerechnet. Irgendwann geht man dann über zu moderneren, innovativeren Therapien mit besserem Nebenwirkungspotenzial. Und das sind die Biologika und die JAK-Inhibitoren. Die Biologika sind Spritzen, die man injiziert, subkutan. Das sind im Grunde Hemmstoffe von Zellen im Immunsystem, die überschießende Immunreaktion bei Neurodermitis herunterdrücken. Also wir haben früher Cortison auch innerlich manchmal gegeben, haben aber das gesamte Immunsystem damit runtergefahren. Das wollen wir nicht. Wir wollen gezielt dicht an den Hautzellen die überschießende Reaktion der Hautzellen unterdrücken bzw. reduzieren und machen das mit künstlich hergestellten, ja, Biologika. Die sind im Grunde Interleukin-Inhibitoren. Es geht sehr in dieses Medizinische rein. Es sind Präparate, die sehr dicht an der Hautzelle das Immunsystem unterregulieren. So erklären sich auch die Nebenwirkungen. Das sind dann also eine geschwächte Abwehrfunktion der Schleimhaut und Haut. Also es kann schneller mal zum Beispiel einer Bindehautentzündung kommen, zu einem Herpes. Das muss man nur wissen. Wir können das behandeln, aber das ist die eine Pille, die man dabei schlucken muss, dass es eben dazu kommen kann. Und man würde dann eben schauen, ob es viele zum Beispiel Bindehautentzündungen in der Vorgeschichte gab und dann vielleicht eher ein anderes Präparat wählen. Aber diese Präparate, besonders eins ist schon ab dem 6. Lebensmonat zugelassen und das zeigt schon, wie sicher die sind. Wir haben unfassbar tolles Ansprechen darunter und es bringt mir unfassbar viel Spaß. Also jeder, der unter den normalen Maßnahmen nicht ausreichend besser wird, wird von mir darüber aufgeklärt, was für Alternativen es gibt. Und das ist eine Dauertherapie. Also man muss immer verstehen, wir heilen die Neurodermitis damit nicht, sondern wir müssen diese Injektion regelmäßig verabreichen. Irgendwann kann der Patient das auch selber oder die Patientin das auch selber sich verabreichen. Die ersten Male mache ich immer gemeinsam. Es gibt Spritzen, es gibt Pens, es ist sehr leicht inzwischen in der Handhabung. Es gibt tolle Unterstützungsprogramme und damit kann man eben auch ganz viel
an Lebensqualität zurückgewinnen, wenn es eben nicht mehr durch Creme alleine besser wird. Und neben diesem Biologika gibt es auch die Yak-Inhibitoren, Yak-Hämmer. Yak ist kein Tier, da, was da draußen in der Tundra irgendwo steht, sondern das ist ein Enzym im Körper, eine Januskinase. Und die ist eben auch eine Stellschraube im Immunsystem, an der wir drehen können, um die überschießende Entzündungsreaktion an der Haut ein bisschen zu unterdrücken. Die Yak-Inhibitoren werden als Tabletten angeboten. Die Tabletten werden täglich eingenommen. Wir machen Laborkontrollen, weil es manchmal zum Anstieg zum Beispiel der Blutfette kommen kann. Und ich möchte das rechtzeitig sehen und dann eben im Grunde pausieren oder reduzieren oder umstellen. Es werden alle 4 Wochen bei mir immer Blutentnahmen durchgeführt. Also wenn man sagt, ich mag Spritzen nicht so gerne, möchte deswegen kein Biologikum. Auch beim Yak-Hämmer braucht man die Nadel, aber da wird eben Blut abgenommen. Und das Schöne ist, wir rechnen auch da aktiv. Ich rechne damit, dass es zu einer Nebenwirkung kommen könnte. Ich kläre darüber auf, damit der Patient versteht, wenn was auftritt, es hängt vielleicht mit dem Präparat zusammen und muss auch zu mir kommen. Und dann kann ich es auch behandeln. Und es sind dann eher Infekte der oberen Atemwege, die begünstigt sind oder auch mal eben ein Herpes oder eine Bindehautentzündung, ein Zoster. Dann setzt man das Präparat ab. Die Wirkung ist schnell raus aus dem Körper und behandelt. Und dann kann man wieder einsetzen, also das ansetzen in die Therapie mit den Tabletten. Das ist das Schöne. Man kann da sehr schön modulieren. Also auch wenn man so ein bisschen mehr Nebenwirkungspotenzial mal ahnt, es ist mir 10-mal lieber als das, was wir früher zur Auswahl hatten. Und mit diesen Nebenwirkungen kann ich gut leben und arbeiten, weil ich die ja behandeln kann. Ich bin ja Hautarzt. Genau das ist ja mein Job. Es kann auch mal zu akneähnlichen Hautveränderungen kommen. Auch das kann ich behandeln. Also das ist für mich wenig Hemmschwelle, weil ich weiß, ich habe die Verantwortung und mit dieser Verantwortung, ich habe ein reines Gewissen. Also ich weiß, womit ich rechnen muss, ich kann es kontrollieren und ich weiß, ich tue dem Patienten nichts an. Es ist, der Schaden, der entstehen könnte, ist total überschaubar und gut handelbar. Man muss aber darüber eben aufklären und dem Patienten informieren, was auftreten könnte. So, jetzt habe ich so ein bisschen wahrscheinlich überzogen, aber es war mir wichtig, dass ich manche Sachen so ein bisschen weiter ausführe. Ja, also ja, wir sind natürlich in der Zeit jetzt relativ fortgeschritten, aber wir sollten die Fragen doch alle beantworten. Bitte dann eben konzentrierte Antworten. Ich fange auch gleich an. Es gibt zu dem Thema Auge, gibt es 2 Fragen. Einmal, welche Alternativen zu Cortisoncremica, zu cortisonhaltiger Creme und Protopic gibt es bei atopischer Dermatitis ums Auge? Und ich ergänze, da geht es jetzt um ein spezielles Präparat, das muss ich jetzt mal vorlesen, weil das die Frage ist, kann bei einem akuten Neurodermitis-Schub bei mir an den Augenlidern eine spezielle Creme aus der Apotheke, Dexiane von Ducray, eine Entzündung verschlimmern? Den Verdacht habe ich, obwohl die Creme extra für das atopische Ekzem am Augenlid empfohlen wird. Genau, das ist der Punkt. Super gute Frage, sehr, sehr passend. Dexiane ist unfassbar fettig. Das ist eine tolle Creme, auch gut für Ekzeme geeignet, aber am Auge ist die Haut sehr, sehr dünn und da kann man schnell überpflegen und es kann deutlich schlechter werden, wenn es eben eine zu fettige Creme ist. Also ich würde eher, wenn es in so einen nässenden Bereich reingeht, Pimecrolimus-Creme verwenden. Das ist eben nicht die fettige, sondern die etwas leichtere. Und vielleicht muss man auch mal einen Abstrich machen, ob sich da ein paar Staphylokokken zu sehr vermehrt haben. Aber die Dexiane wäre in meinen Augen zu fettig. Ich würde eine leichte. Gibt es Vorschläge zu Salben mit Urea- oder Ceramidenherstellern? Bei mir ist hohe Unverträglichkeiten, Allergiepotenzial gegeben. Darf ich Präparatnamen nennen? Wenn es frei verkäuflich ist. Wenn es OTC ist, ja. Also ich liebe CeraVe. CeraVe zieht unfassbar schnell ein. Da sind Ceramide drin und da gibt es eine Lotion, da gibt es eine Creme von, also leichter und etwas pflegender. Natürlich muss man auch da hinten auf der Liste schauen, was drin ist, aber das sind nicht so viele Inhaltsstoffe. Also weniger ist in meinen Augen immer mehr. Aber ansonsten kann der Hautarzt auch Urea einmischen in zum Beispiel eine sehr leichte Grundlage. Da hat die Kollegin ja auch erzählt, es gibt die DAC, es gibt NRF und da kann man ganz leicht wirklich mit minimalen Inhaltsstoffen ganz viel einmischen, also an Wirkstoffen. Ich habe jetzt 2 Fragen zu Bädern, die allerdings sehr unterschiedlich sind. Die eine ist, wie wirkt das sogenannte Lichtbaden und wann wird es eingesetzt? Und jetzt ein ganz anderes Bad, warum werden Basebäder als gesund angepriesen, wenn die Haut eigentlich sauer sein soll? Ja, das frage ich mich bis heute. Also letztere Frage. Das ist ein Feld, das erschließt sich nicht meinem Wissensstand, was mit diesen Basebädern
basischen Bäder das immer auf sich haben soll, aber für die Hautbarriere ist es jetzt nicht unbedingt das Günstigste. Wahrscheinlich für andere Erkrankungen ganz, ganz toll, aber da bin ich nicht die Expertin für. Ich möchte da auch nicht drüber urteilen. Alles, was hilft, sollte man machen, aber ich weiß nur, dass das ein bisschen ungünstig für die Neurodermitis sein kann. Die andere Frage Also waren die über Lichtbäder. Lichtbaden. Genau, es wird wahrscheinlich eher die UV-Therapie gemeint mit einem Photosensibilisator, der vorher als Bad dann aufgetragen wird. Wahrscheinlich ist das gemeint. Es gibt die PUVA-Therapie. Das ist im Grunde eine UV-Therapie, die ja auch antientzündlich wirkt. Und das finde ich unfassbar sinnvoll. Und das sollte man, wenn es einem ermöglicht wird, in der Praxis auch annehmen. Dann kann es Neurodermitis sein, wenn bei einer Person dort, wo ein Brustimplantat ist, auf der Haut an einigen Stellen Hautrötungen sind. Wenn man auf die Rötungen drückt, wird die Stelle weiß, anschließend wieder rot, Juckreiz nicht vorhanden. Also wenn man draufdrückt und es wird weiß, dann ist es gefäßbedingt. Das spricht für eine Entzündung, dass man beim Draufdrücken dann die Gefäße wegdrückt und dann ist es wieder durchblutet. Wenn die Haut aber intakt ist und nicht schrubbt und nicht juckt, dann und also wenn eine Neurodermitis bekannt ist, kann natürlich dort auch eine Neurodermitis auftreten. Aber nur alleine das glaube ich nicht. Also wenn es nur an der Brust ist, da wo das Implantat jetzt vielleicht neu gesetzt ist, dann wird die Haut da jetzt eher wahrscheinlich entzündet sein. Dann die Frage, Salicylsäure in Neurodermitis-Pflegeprodukten ist bei zusätzlich bestehender Salicylintoleranz leider kontraindiziert. Ebenso die Inhaltsstoffe Oleate, Aloe Vera und Benzoate. Alternativen gibt es am Pflegemittel leider kaum bis gar nicht. Haben Sie hierzu Erfahrungen? Ja, also da würde ich auf diese Basiscremes, die Kollegin schon angesprochen hat, dann zurückgreifen. Also es gibt von der Apotheke hergestellte Salbengrundlagen, die unfassbar wenig enthalten. Also da entscheiden wir wirklich ganz genau, was ist da drin. Da sind dann eher Paraffine manchmal drin oder also es gibt Unguentum emulsificans aquosum, Basiscreme DHC, da ist dann wirklich all das nicht mit drin, was in den meisten Over-the-Counter-Präparaten sonst eben enthalten ist. Also da kann man wirklich mit der reinen Basispflege arbeiten. Dann nochmal Auge. Welche Creme kann am Auge im Rahmen der Augenpflege genommen werden, wenn man zu sehr trockenen Augen und sehr trocken spannender Haut am Auge neigt? Am besten ohne Wollwachs. Ich finde Allergiker-Augenlidcreme sehr, sehr gut, weil die auch sehr sensitiv ist. Also da sind keine Duft- und Konservierer drin. Die ist nicht zu fettig, nicht zu pflegend. Also es gibt auch von La Roche-Posay Toleriane für die Augen. Also es gibt von all diesen Apothekenprodukten, also es gibt ja diverse, immer eine extra Augenpflege. Und da kann man mit diesem QR-Check auch schauen, welche Inhaltsstoffe eben nicht vertragen werden und was womit enthalten ist oder auch nicht. Aber gerade die Augenpartie ist da besonders empfindlich und da würde ich wirklich tatsächlich zum Apothekenprodukt greifen und nicht irgendwas aus der Drogerie nehmen. Dann, welche Behandlungsmöglichkeiten außer speziellen Shampoos gibt es bei Neurodermitis auf der Kopfhaut? Also Cortison gibt es als Flüssigkeit für die Kopfhaut und da habe ich auch keinerlei Hemmungen, weil die Haarfollikel, wie gesagt, die Kopfhaut sehr robust machen. Also es gibt Cortisonpräparate in flüssiger Form, die sich sehr gut auftragen lassen. Die wirken dann über Nacht ein und am nächsten Morgen gibt es spezielle Shampoos, die die Schuppung auch besser lösen. Die nimmt man dann zum Auswaschen und damit dann nicht irgendwelche Kleiepilze vielleicht noch überhand nehmen, weil unter Cortison kann die Flora der Kopfhaut sich ja auch verändern, nimmt man im Grunde ja, Schuppenshampoos im Grunde. Es sind welche, die es in der Apotheke gibt, nicht quasi in der Drogerie, aber die lässt man auch 5 Minuten einwirken, damit die Flora auch im Gleichgewicht bleibt. Also die würde ich dann immer morgens zum Haarewaschen benutzen. So, und dann haben wir abschließend einen vielen Dank für die tollen Vorträge. Aus meiner Sicht, schreibt die Nutzerin, sind Neurodermitis-Schulungen und individuelle Neurodermitis-Pflegeberatungen eine wirkungsvolle Unterstützung im Alltag mit der Neurodermitis. Ich glaube, das können wir beide unterstützen. Und Herr Klimek, wenn Sie hier nochmal kurz die Folien einstellen, dann vielen Dank zunächst mal Frau Dr. Sack. Sie können gerne, wenn Sie das mögen, unseren Newsletter bestellen, um auf dem Laufenden zu bleiben. Und wir freuen uns auf eine Bewertung von Google Review. Und vielleicht nächste Folie nochmal. Das klappt jetzt hier gerade nicht. Ja. Sie können gerne auch an den DigiParts noch kommen. Da gibt es noch einen speziell zu Asthma, Nasenpolypen und allergischer Rhinitis und EGPA. Und da ist einfach die Frage, wie helfen die neuen Therapien? Der ist nächsten Samstag. Am nächsten Samstag haben wir diesen DigiPart. Dann herzlichen Dank nochmal an alle.
Frau Dr. Sack, herzlichen Dank an Sie, an Frau Dr., an Frau Professor Fölster-Holst. Nochmal herzlichen Dank, vor allem für Sie, die Teilnehmer, für Ihre Teilnahme. Und natürlich nochmal Dankeschön an EPFI und Sanovi und den EDA, an Jan Glimek von der technischen Betreuung. Wie gesagt, wenn Sie jetzt rausgehen, poppt ein Fragebogen auf, den Sie bitte auch ausfüllen. Ja, dann herzlichen Dank nochmal an, wie gesagt, die Referentin. Damit sind wir heute durch. Wir konnten alle Fragen beantworten. Herzlichen Dank dafür, dass das so wunderbar geklappt hat. Und hier gibt es jetzt die Klatschhände und die Daumen hoch und die Herzen. Ich glaube, das wird wieder eine ganz tolle Beurteilung. Herzlichen Dank. Ich wünsche allen noch ein schönes Wochenende. Und ja, vielleicht sehen wir uns nächsten Samstag. Tschüss, tschüss und auf schönes Wiedersehen. Wochenende. Tschüss. Gute Erholung. Genau. Ciao.